Je älter wir werden, desto überzeugter sind wir, dass die Lebensumstände und Probleme immer mehr und mehr werden. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit einem älteren Ehepaar. Sie berichteten mir, dass sie schon über 40 Jahre verheiratet sind. Da habe ich ihnen die Frage gestellt, was sie nach 40 Jahren Ehe mir sagen können. Wird es mit den Problemen und Umständen besser oder weniger? So hat mir die Frau geantwortet, indem sie sagte, die Probleme werden nicht weniger, sie werden nur anders. Jeder von uns kann heute bestätigen, dass diese Umstände im Leben immer wieder kommen werden. Und hier vertrösten wir uns, indem wir sagen, die Umstände werden erst weg sein und wir werden erst die wahre Ruhe erlangen, wenn wir ins Paradies eintreten. Aber was ich hier sagen möchte ist, entweder bist du einer, der seine Umstände führt, oder du bist einer, der sich von seinen Umständen führen lässt. Und der Unterschied zwischen einem, der seine Umstände führt, und einem anderen, der von seinen Umständen geführt wird, ist die Planung. Die Planung, die mir sagt, was mein aktueller Stand ist und was ich von mir selbst in der Zukunft erwarte. Diese Planung ist ein sehr wichtiger Aspekt, die unsere Religion uns beigebracht hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadi wa attaqullaha inna allaha khabirun bima ta'amalun. Die Planung, die uns Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers beibringen will, ist, dass jede Seele vorausschauen soll, was sie morgen erreichen möchte. Neben wem möchtest du später am Tage der Auferstehung sein? Mit wem möchtest du versammelt werden? Die Antwort darauf ist bestimmt, neben den guten Menschen und den rechtschaffenen Menschen. Das bedeutet, dass das mein Ziel für die Zukunft ist und jetzt folgt die Planung dafür. Was habe ich zu leisten und was sind die Voraussetzungen, um dieses Ziel zu erreichen? So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, scharfsinnig ist derjenige, der sich selbst kritisch betrachtet und nach dem strebt, was ihm nach dem Tode zum Wohl gereichen wird. Und schwachsinnig ist derjenige, der Sklave seiner Begierden bleibt und von Allah nur die Erfüllung seiner Wünsche erbittet. Dies wird bei Imam al-Tirmidhi überliefert. Und genauso diese Menschen leben nach dem Motto, mal schauen, was wir morgen machen. Und dieses Verständnis wird er am Tage der Auferstehung haben und sehr überrascht darüber sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Das Verständnis, von den Umständen nicht geführt zu werden, sondern diese selbst zu führen mit einer anständigen Planung, brauchst du unbedingt in deiner Beziehung und auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses Verständnis brauchst du auch, um ein erfolgreicher Mensch im Diesseits zu sein. Nehmen wir mal an, du bist ein Student und du schreibst dieses Jahr deine Bachelorarbeit. Wie sieht die Planung für die Zukunft aus? Was möchtest du danach machen? Hast du vor zu heiraten? Oder hast du vor, erstmal dich weiterzubilden? Oder überlegst du dir etwas komplett anderes zu machen? Diese Planung ist sehr wichtig, um die richtigen Schritte zu gehen und um dann dein Ziel zu erreichen. Ein weiteres Beispiel: Du bist gerade frisch verheiratet. Wie sieht die finanzielle Planung aus? Wenn ich ein Kind bekomme, habe ich finanziell dafür gesorgt, dass ich auch das Kind anständig versorgen kann? Nicht, dass man gerade frisch verheiratet ist und man möchte dann plötzlich das neueste Handy und das neueste Auto kaufen, ohne im Klaren zu sein, dass mit der Ehe auch die Verantwortung kommt. Und wisse, dass derjenige, der ohne eine Planung im Diesseits lebt und für sein Jenseits nichts plant, ein unachtsamer Mensch ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu diesen Menschen,
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Deswegen, einer, der seine Ziele in der Religion und in seinem Leben gut plant, dessen Umstände und Probleme im Leben werden ihn kaum erschüttern. Um deine Ziele strukturiert und geplant zu erreichen, solltest du erstmal wissen, in was für einem Zustand du aktuell bist. Vielleicht bist du gerade ein Schüler oder ein Student oder ein frisch verheirateter Ehemann oder eine Ehefrau und du hast neulich ein Kind bekommen. Es ist wichtig, erstmal zu wissen, wo du bist, um dann zu planen, was du erreichen möchtest. Und passe hier ganz genau auf. Deine Voreiligkeit soll dich nicht durcheinander bringen, deine Ziele nicht anständig zu planen. Und denke daran, es wird immer die Zeit kommen, wo du das bekommst, wonach du gestrebt hast. أحكي إليكم قصتي ووئامي.